So, willkommen zurück. Es geht weiter mit Bloons TD 6. Wir spielen hier auf Mittel. Für die Medaille. Die haben wir noch nicht auf Mittel, auf der Map. Ich muss ja sagen, wir haben allgemein nicht so viele Medaillen. Aber das ist auch normal. Wenn man sich anschaut, also wenn man sich ansieht, in welcher Folge wir hier sind. Auf welcher Folge wir hier sind, ne? Wir holen uns mal ihn. Oh nein, Leute. Das war jetzt komplett useless. Naja. Also nicht, ja. Keine Ahnung. Vielleicht rettet das uns das irgendwann. Vielleicht auch nicht. Vielleicht wird es gar nicht nötig. Der braucht noch EP. Nicht mehr viel. Sparen mal auf ihn. Oh. Ja, das kostet wieder 20.000. Die Fähigkeit ist so kalt, dass sie alle normalen Bloons einfriert, darunter auch weiße Zebra- und Tarnbloons. Bloons der Mob-Klasse länger verlangsamt und die Angstgeschwindigkeit aller Eiswaffen für die Wirkungsdauer stark erhöht. Kostet halt 20.000. Das werden wir uns nicht leisten können. Also upgradeweise haben wir noch das hier. Das nächste kostet wieder 20.000. Ich glaube, wenn wir darauf sparen, sind wir tot. Ne? Vor allem so viele Mobs, wie hier gerade kommen. Aus. Easy. So, Affenstar war der Held. Cool. So, warte, gibt es hier wieder Events? Da brauchen wir noch drei. Odyssee-Event haben wir ja so weit gemacht, wie wir können. Das schaffen wir nicht. Was ist das hier? Affenaue, schwer unplatzbar. Schwer gefällt mir nicht, unplatzbar erst recht nicht. Okay, verfügbare Affen. Rennpass. Oh, das kostet Geld. Wir haben ein Leben, okay. YOLO. Heißt, wir dürfen uns einmal probieren. Der Timer startet, sobald du aufs Spielen drückst. Schicke die nächsten Runden früh los, um deine Zeiten zu verbessern. Sei aber vorsichtig, Rennspiele werden nicht gespeichert, also solltest du nicht mitten im Spiel abbrechen. Der Spieler mit der Bestzeit gewinnt. Auf der allgemeinen Bestenliste. Viel Glück, okay. Also wir müssen versuchen hier schnell alles wegzuklären. Also wir platzieren ihn hier. Are you kidding me? Nein, oh, mit Quincy wieder eben mit seinen dummen Sätzen. Egal. So, für Geschwindigkeit würde ich
vorschlagen, nehmen wir Sniper her. Die Frage ist jetzt aber, womit schaffen wir Mobs? Kann Quincy das? Dank seiner scharfen Augen Tarnbloons abschießen. Die Pfeile versorgen dreifachen Schaden bei Bloons der Mob-Klasse. Cool, okay. Irgendwann macht er mehr Mob-Damage. Oh, 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 was ist da los? Quincy? So. Oh, wir haben nur ein Leben, ne? Also wenn die da durch sind, sind sie durch. Hm. Wir haben keinen Magieraffen, by the way. Heißt, für die Unsichtbaren haben wir nur ihn. Gell? Oh yeah. Hm. Wir machen erstmal ihn. Einen Moment, für Unsichtbare. Wir können halt das skillen. Wir müssen viele verschiedene Sniper bauen. Der erste wird mal ein Anti-Unsichtbarkeits-Sniper. Sollte gut gehen, ne? Der macht auch schnelle Kills. Dann noch Schrapnell. Schüsse prallen bis zu dreimal auf neue Ziele ab. Versorgungsfähigkeit wirft eine Kiste voller Geld ab. Normaler Angriff schädigt auch Bleibloons und erhöht die Schrapnellkraft zum Platzen lassen. Hm. Also wir können auch das voll skillen. Was kostet das denn? Oh, 8000. 8000 Bleibloons zu schädigen. Für Blei haben wir noch ihn, oder? Nicht du. Eisbloons. Blei und Tarn, genau. Also er ist sehr wichtig. Wir müssen ihn jetzt mal gut platzieren. Sonst haben wir ein Problem. Hier. Ich weiß nicht so. Zweites nehmen wir nochmal einfrieren. Ne, größerer Einfrierbereich. Speed nehmen wir mal. Oh, die versuchen durchzukommen. Frechheit. Wollen wir noch eine Sniper holen für Schichten? Wir holen mal noch eine Sniper, der Schichten wegmachen kann. Er ist für die Getarnten. Er ist für die Schichten und für die Mobs. Das wird klappen. Aber dafür kann er halt keine Unsichtbaren abknallen. Sieht gut aus. Come on. Die Bleibloons gehen auf jeden Fall schnell weg. Dank ihnen, denke ich.
Okay, er macht die Unsichtbaren weg. Und das sogar sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie wir den Mob machen sollen. Er hat noch Mob Damage, ne? Ja. Also er kostet 4000 für Mob. Er kostet halt... Ja. 10.000 für einen Mob. Als Mob-Killer. Bei ihm habe ich halt die Angst, er hat so eine kleine Range. Was, wenn das am Ende nicht klappt? Wir schauen halt mal. Okay, war easy. Also wir vertrauen voll auf die Sniper, by the way. Hoffe, das machen wir so richtig. Vor allem auf ihn. So. Der wird jetzt durchcarryen. Ich würde mal noch einen dritten bauen, einfach so. Und zwar mit zweimal das und dann das hier maxen. Dann haben wir so einmal alle Affen, außer halt einen, der das mittlere gemaxt hat. Das finde ich jetzt eh nicht so toll. Nur das ist halt für Geld. Jawohl. Das war worth, der Kerl. Incoming. Sieht gut aus. Also er ist für dicke Schichten ist super schnell. Er ist für Getarnte und ist super schnell. Er ist langsam, ist aber für Mobs, hat aber noch nicht die Mobs gelungen. Er ist nochmal dasselbe, hat auch nicht dies gelungen. Das ist irgendwie dumm verteilt gerade von mir, tut mir leid. Das müssen wir auf jeden Fall erstmal skillen. So, jetzt sind wir auch safe gegen Mobs. Gegen Moabs. Jawohl, die haben keine Chance, die Moabs.
Wollen wir mal 14.000 sparen? 17.000?